Videosprechstunde, trotz Corona Lösungen finden. Sprechen mit körperlicher Distanz, also Sicherheit, aber auf Augenhöhe und das Wichtigste mit innerer Nähe. Plagst auch du dich schon seit längerer Zeit mit den immer gleichen Themen und Schwierigkeiten herum, sei es auf privater, beruflicher oder gesundheitlicher Ebene? Und nun ist alles noch viel schwieriger geworden. Du bist aufgefordert, deine persönlichen Kontakte einzuschränken. Und möglicherweise magst du auch gar nicht so gern in Wartezimmern oder Praxisräumen sitzen. Und trotzdem sollte es doch irgendwie mal weitergehen. Gerade jetzt, wo die äußere Belastung zunimmt und die innere Entlastung sehr, sehr wichtig ist. Denn dein Leben ist einfach zu kostbar, um einfach nur zu funktionieren. Wenn du dich richtig wohlfühlen willst, dann musst du dich um dein Leben kümmern, damit es dir besser geht und du stärker jede innere und äußere Krise bewältigen kannst. Wie wäre es, wenn du kurzfristig damit anfangen könntest, ohne dafür weite Wege, Zeit oder Fahrtkosten in Kauf nehmen zu müssen? Ich freue mich sehr, dass ich dir in dieser Situation meine Videosprechstunde anbieten kann. Auch weil es für mich nichts wirklich Neues ist. Seit vielen Jahren arbeite ich bereits auf Wunsch mit der Videosprechstunde. Von meinen Klienten habe ich bisher nur positive, teilweise sogar begeisterte Rückmeldungen bekommen. Meine Klienten empfanden diese Möglichkeit der Zusammenarbeit oftmals genauso gut wie persönlich vor Ort. Selbst Klienten mit kurzen Anfahrtswegen stiegen komplett um, nachdem sie wegen Krankheit oder anderer Gründe nicht kommen konnten. Denn so ist es mit viel weniger Stress verbunden. Kinder, Beruf, Verkehr und so weiter. Die Videosprechstunde funktioniert eigentlich ganz einfach. Mit dem Smartphone, PC oder Tablet. Wir nutzen die Möglichkeiten der Verbindung via Skype, Zoom, Signal, Raid, Threema oder Telegram. Sollte die Technik einmal etwas anderes machen und die Verbindung wird irgendwie unterbrochen, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann nehmen wir die unterbrochene Verbindung nach einem kurzen Moment erneut auf und arbeiten in der Videosprechstunde weiter. Du kannst mich dann sehen und wir reden miteinander. Es ist so, als ob wir uns in einem Raum befänden, in dem wir arbeiten. Neurobiomed funktioniert auf Distanz genauso gut wie in körperlicher Anwesenheit. Du bist der Mensch, auf den es hier ankommt. Du bist die Hauptperson in unserer gemeinsamen Arbeit. Die Realität deiner Gefühle, sie entsteht nur in deinem Kopf. Denn wenn du die Augen geschlossen hast und mir zuhörst, dich auf das fokussierst, und dich an etwas Schönes erinnerst, empfindest du auch schöne Gefühle. Wenn du eine Stimme hörst und die dich an irgendetwas erinnert, entsteht ein Gefühl. Genau das Gleiche passiert, während wir miteinander kommunizieren. Dazu nutze ich spezielle Worte, spezielle Prozesse, die dich so sanft wie möglich an die Lösung deines Problems führen. Die Ursachen und damit die Lösungen liegen hauptsächlich im Bereich des Unbewussten. Dieser Bereich ist meistens für das Bewusstsein nicht direkt zugänglich. Mit bloßem Willen kannst du da oft nicht hineinkommen. Dafür stelle ich dir mein Wissen und die Erkenntnisse der modernen Biopsychologie und der Neurobiologie zur Verfügung. Das ist ganz einfach. In mehr als 12.000 Sitzungen habe ich bisher mit unterschiedlichsten Symptomen, Krankheiten und Störungen gearbeitet. Jetzt kannst du von meinen Erfahrungen profitieren. Ich gebe dir das passende Werkzeug an die Hand, du arbeitest damit und kannst so deine positiven Veränderungen schaffen, die du dir dein Leben lang wünschst. Alles im Bereich biologischer Möglichkeiten und noch etwas ganz Wichtiges. Für einen solchen Prozess ist Vertrauen ebenso wichtig wie eine stimmige Chemie zwischen dir und mir. Deine Zufriedenheit ist mir sehr wichtig.
solltest du innerhalb der ersten Minuten spüren, dass es für dich nicht passt, dann beenden wir die Videosprechstunde und du bekommst den vollen Zahlbetrag erstattet. Das ist meine ganz persönliche Vertrauensgarantie. Nun liegt es an dir, ob du den ersten Schritt gehen magst. Ein erstes Telefonat ist kostenfrei und kann dir dabei helfen, dass du dir eine eigene Meinung bildest. Ich freue mich auf deinen Anruf und auf deine Fragen.